nicht kontrolliert. Von Heinrich aus Stuttgart. Ich bin hier auf der Kundgebung, Ärzte stehen auf und Ärzte für Aufklärung. Aber die Staatsmacht will ganz offensichtlich nicht, dass Ärzte aufklären können, dass sie überhaupt zu Wort kommen. Diese Veranstaltung wurde schon vor Beginn unterbrochen oder abgebrochen mit dem Verweis, dass die Teilnehmer keine, wie es so schön heißt, in Orwellscher Manier Mund-Nasen-Schutz trügen. Also bei hohen Temperaturen gegen 30 Grad, das ist ziemlich warm, soll man dann auch noch seine Atemwege behindern und einschränken, dass möglichst viele kollabieren. Die Haftung wollen sie interessanterweise nicht übernehmen, die Polizist, sollte sowas passieren. Das zeigt natürlich auch den Widerspruch, der hier besteht. Und man hat den Teilnehmern angeboten, wenn sie denn keinen Mund-Nasen-Schutz tragen könnten, dürften sie auch den Veranstaltungsort verlassen. Also eine Skurrilität nach der anderen. Es ist, wenn man darüber lachen könnte, wäre es Satire. Leider können wir nicht lachen, weil es ernst ist und weil es zeigt, wie perfide, bösartig, sadistisch das Regime momentan agiert. Man will ganz bewusst Aufklärung, nämlich die Klarstellung von Fakten, unterbinden. Und zwar beginnend von der Maske über den Test bis hin zu den sogenannten Impfungen, deren Effekte praktisch gar nicht beurteilbar sind. Umso wichtiger ist es, dass sich trotzdem Ärzte zusammengefunden haben und im vollen Ärzteornat weiß, wir stehen, um als Ärzte zum Volk zu sprechen.